Ja, herzlich willkommen zum Part 2 von unserem kleinen Tutorial, und zwar wie man eine Website baut. Wie gesagt, das machen wir ja mit dem dynamischen Design hier. Wir haben in dem letzten Part den Header hinzugefügt und das erste HTML5-Tag hier angeguckt. Und jetzt werden wir weitermachen mit der Navigation. Das ist im Prinzip das gleiche, nur halt Nav, ID, Nav und Klasse auch fest. So, dann schließen wir das Tag. Wir können, wie ich ja schon letztens erwähnt habe, entweder hier über einfügen, die Tags einfügen, hier in Navigation, wo ist er? Hier ist unsere Struktur, Navigation, da ist er. Oder halt auch Tags darüber, Div darüber einfügen. Am Einfügepunkt heißt immer da, wo der Cursor sich befindet. Fest, Nav. Und dann fügen wir das mal ein. Dann kriegen wir die Mitteilung, dass schon eins vorhanden ist, und zwar das hier. Klicken wir auf OK, ist OK. Jetzt müssen wir allerdings, okay, hat er schon geschlossen. Wenn wir jetzt hier auf den Pfeil klicken und dann hier hinten auf das letzte und dann Quellencode-Formatierung anwenden, dann macht das strukturiert sortieren. Hier machen wir im Prinzip jetzt das gleiche. Durch der Klasse fest, die wir hier gegeben haben, bleibt das wirklich bis an der Position, bis wir die Größe ändern, und das werden wir jetzt mal machen. Wir fügen mal einen Tag hinzu. Tag nav. So. Dachte. So. Hat er hinzugefügt. Da geben wir erstmal die Breite von 1500. Pixel sind das 1500. Und eine Höhe von 50. 50 Pix. Pix 50, so. Und dann werden wir das natürlich noch in der Höhe verschieben. Dafür gehen wir wieder hier runter auf Position. Top müssen wir jetzt 200 nehmen, weil es ja 200 Pixel von oben sind. Das soll ja hierhin sein. Und dann werden wir wie bei dem anderen jetzt einfach hier rechts hier wieder drauf gehen, uns auf Bilderpfad öffnen. So, uns das Bild Nav hinzufügen, also das hier. Lassen wir hinzufügen. Gucken wir uns das einmal an. Wir sehen es zwar schon in der Vorschau, aber da sehen wir es nicht so schön groß. So, so. So, und wie wir sehen, sehen wir den Doppeleffekt. Den müssen wir jetzt mal gerade ausfindig machen, warum das einen Doppeleffekt hat. Eigentlich dürfte es nämlich keinen haben. Das mit dem Doppeleffekt könnte allerdings davon kommen, vom Bootstrip, und das probieren wir mal aus. Ich klammer das mal aus. So, jetzt ist raus. Laden wir mal hoch, zum gucken, ob es daran lag. Und daran lag der Doppeleffekt nicht. Dann werden wir mal weiter prüfen. Klasse fest, fest. Warum ist das eine hier? Okay, hier ist der Fehler nicht. Da auch nicht. Allerdings können wir das Problem eigentlich auch ganz simpel lösen. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mal hier hochziehe auf die Position, wo es sein soll, dann sehen wir automatisch, dass wir das andere verziehen. Das heißt, egal wie wir es machen, es sieht scheiße aus. So, 20 und 200 schicken wir zurück auf die Position. Die hat er beide übernommen, und er denkt halt 20 Pixel auch von hier nach hier. Das heißt, wir müssen ihm die Position bzw. die Klasse einfach wegnehmen. Klasse fest, keine Klasse. Und jetzt sitzt es auch da, wo es sitzen soll. So.
Die eine Navigation sitzt da oben, die andere da unten. Hä? Nav? Top 200? Position ist absolut. Eigentlich sollte sie absolut an der Stelle sein. Okay. Verstehe, wer will. Dann lösen wir das Problem jetzt anders. Oh, ja. Manchmal, ne? Probieren wir es einfach mal so. So. Das sollte das Problem theoretisch lösen. Aber nur theoretisch. Warum dies jetzt hier sitzt? Das ist das innen drin, okay. Dann werden wir jetzt einfach dem hier das wegnehmen. Also es normal als normale NAV kennzeichnen. So. Dann haben wir das Problem im Prinzip gelöst. Dann können wir das wieder einbinden. Aber wir werden das ein Stück tieferchen machen. So, wir haben das jetzt lassen. Einmal hochladen, einmal kontrollieren. Okay, passt so. Jetzt werden wir uns den Artikelbereich hier annehmen. Aber den Inhalt können wir rausnehmen. Dann machen wir jetzt mal Artikel. Das wäre dann der hier. Div ID. Artikel. Klasse fest und zack. Zack, zack, zack. Und definieren werden wir das wieder gleich mit dem CSS-Designer. Das geht am schnellsten. Meiner Meinung nach. Dann wollen wir mal. Dann klicken wir jetzt hier auf unsere Desktop, auf Hinzufügen. So, so. So. Da haben wir jetzt eine Top von 250, weil wir haben ja oben den Header und die Navigation. 200 und 200, 255 sind 250. Dann haben wir eine Breite von 1500 Pixel. Das werden wir auch alles einstellen. 1500. Und eine Höhe von, und da gucke ich jetzt einmal ins Bild rein. Article ist eine Höhe von 550. Fünf, fünf, null. Geben wir denen noch ein Bild hier, wie wir das gerade auch gemacht haben. Article. So, jetzt kriegt das ein Bild. Jetzt sehe ich aber gerade unsere andere. Hat sich gerade irgendwie verdünnerisiert. Unsere NAV. Wo die allerdings schon wieder hin ist, ist gerade eine relativ super Frage. Ne, die ist da. Warum sie mir hier nicht angezeigt wird, ich weiß es beim besten Willen nicht. Aber sie ist auf jeden Fall da. Das macht nichts. Fügen wir jetzt den letzten hinzu, und zwar den Footer. Das können wir jetzt machen über Footer. Div-ID Footer. Klasse fest, gleich zu, gleich zu. Das mache ich diesmal hier. So, dann haben wir hier Add Footer. Auf zu. Eine Höhe von 200 Pix und eine Breite von 1500. Ach, 1500 Pix.
Background Image ist in unserem Fall Footer, da ist noch. Und Top, das sind dann 750, müssen wir mal gucken. Laden wir das mal hoch. Ja, wollen wir speichern. Ah, 750 war ein bisschen knapp. 850. Dann waren das 800. Na? Jetzt haben wir hinter das Pixel vergessen. Ich meine das mit. So. 800. Passt perfekt. Jetzt können wir hier unten auch noch, das finde ich auch nicht so hübsch, das klebt auch irgendwie am Browser. Da können wir jetzt auch noch sagen, okay. Wir klicken hier auf unser Desktop, auf gesamte Seite. Gehen ein bisschen nach unten und machen Borden 20 Pixel. Scrollen wir ein Stückchen hoch. Speichern das mal ab. Okay, hat er nicht übernommen. Macht auch nichts, wenn es nicht übernommen hat. Jetzt möchte ich mal gerade etwas ausprobieren. Und zwar mit der Navigation nochmal. Die Navigation hängt hier oben. Die auch, okay. Und zwar mit der Nav. Div-ID. Nav. Klasse. Test. So, und zwar möchte ich jetzt nochmal das Phänomen begutachten. Okay, jetzt ungültig markiert, weil es nicht geschlossen war. So, und jetzt haben wir eine Doppel-Nav. So. Und jetzt wollte ich mal ausprobieren, wenn ich jetzt hier gehe, hingehe. Nav. Nav mache. Ob wir dann. Nee, dann haben wir keine Doppel-Nav. Jetzt ist nicht wieder übernommen. Nav, Nav. So. Klar. Hat er hier hingeschrieben? Hat er nicht anerkannt, okay? Na. Nochmal klicken. Seite. So, versuchen wir es mal so. Hat auch wieder hier reingeschrieben. Okay. Das heißt, das werde ich mal nachforschen müssen, wie das funktioniert hat. Oder wie das funktioniert. Macht aber rein gar nichts. Dann nehmen wir erstmal den wieder alles weg. Dann verstehe ich allerdings nicht, warum das beim Header klappt. Bei der Navigation gerade nicht. Okay, das muss ich auch nicht verstehen. Wie gesagt, das probiere ich aus. Das kundschafte ich aus, warum es nicht funktioniert. Dann haben wir hier auch schon die 1.1. Also im Prinzip alles fertig. Jetzt möchte ich allerdings eine runde Ecken haben. Das machen wir auch noch schnell. Klicke hier in unsere Style.
Und zwar den Heater an und scrollen wir ein Stück runter. Dann haben wir hier irgendwo Rahmen. Und den können wir dann hier links eine Pixel geben und rechts. Ich mache das beides auf 20. So. Haben wir jetzt. Klingt Bums. 20. Gucken wir uns das mal an. Also laden wir es mal hoch. So, 20. Jetzt haben wir hier 20 Pixel und einen roten Rahmen. Der rote Rahmen entsteht dadurch, weil wir hier oben eine Farbe hinzugefügt haben. Die machen wir mal weg. So. Weg ist er. Hochladen tun wir das gleich. Und dann machen wir das gleiche mit dem Footer. Scrollen noch einen Kilometer runter. Hier ist er. Geben statt oben links, unten rechts und unten links 20 Pixel an. So. Jetzt laden wir die Datei hoch. Gucken uns das jetzt mal an. Und jetzt haben wir auch unsere abgerundeten Kanten. Das war im Prinzip so ein bisschen, naja, ein Design ist nicht gerade. Aber das sei zu dem Part gesagt. Wir sehen uns im nächsten. Da werden wir dann das Design fürs Tablet erstellen, beziehungsweise fürs Handy. Bis dann.